Dad. Ach du Scheiße. Das Auto ihres Vaters oder eventuell ein ähnliches, aber auf jeden Fall erinnert es sie daran. Wahrscheinlich ist es das sogar. Wieder bleibt sie allein. Träumt wieder von ihrem Vater. Why are you crying, sweetheart? Da ist wieder ein Rabe. Because you're not real. I'm not. What is going on? Du träumst wieder. What's past is prologue and shit. Jetzt gibt's einen Rabe Kiddo, auf dem Poster. Look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Alles noch drin. I guess I did that. Die zerschlagenen Sachen liegen ja alle im Auto. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. Das Spiel ist ziemlich gut darin, war das erste Teil auch schon, ja. Jetzt fahren wir da immer wieder an ihr vorbei. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Und dieser Teil hat sich ja auch zur Aufgabe gemacht, zu erklären, warum Chloe so geworden ist. Feel drunk. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Vielleicht braucht ihr beide einfach nur einen Freund. Wow. Das ist krass. Rachel! Hey, das Spiel nimmt sich aber auch kein Blatt vor den Mund mit der Bildsprache. Jetzt sogar in dem Auto übernachtet, krass.
Ja, vor allem, dass sie da immer wieder von träumt. Ich denke, es wird Zeit für sie nach Hause zu gehen. Da ist wieder der Rabe. Im ersten Teil war es der blaue Schmetterling. Und sie hat einen schwarzen Raben als Tier. Und natürlich auch im Ladebildschirm. Der taucht immer öfters auf. Er hätte sie bei der Eiche und Rachel auch. Ja, garantiert zu fest zugeschlagen. Ich habe mal parallel in meinen Tisch verprügelt. You came. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh, all right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong, because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed? It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and... Ist ja auch eine coole Storywendung, ihr das Auge, Auto zu zeigen. Aber irgendwas hatte sie gerade auch in der Hand stehen, was ich nicht lesen konnte. He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology.
Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. Wieso weißt du das alles? That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Can I borrow your lighter? Thank you. Das war krass.
Ja, ich glaube, Tatütler da braucht da nicht mehr viel. Also da müssen ein paar mehr ankommen als so ein kleiner Feuerwehrwagen. Das ist nicht gerade ein kleiner Waldbrand. Na, Polizei bei... Suchen die wen? Ach, da ist Madame. Ja, das denke ich auch, dass es das Ende jetzt sein wird. Von der Zeit her kommt das auch ganz gut hin. 3,5 Stunden. Yep, vollkommen richtig. Das ist das Ende von dem ersten Part. Vielleicht kommt noch ein... Ja, es kommt kein Clip mehr. Episode 1, Awake. Das war's tatsächlich schon. Ach, wieder ein richtig cooles Spiel. Ziemlich genauso cool wie der erste Teil eigentlich. Und die schaffen es immer noch, eine ziemlich geile Geschichte zu erzählen, finde ich. Wait for it, I need to smoke first. Ja, richtig. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber im ersten Teil irgendwas von einem großen Brand erzählt wurde. Weiß ich gar nicht. Kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber wir haben natürlich viel über Rachel Amber gehört, weil sie ja verschwunden ist am Anfang des ersten Teils. Überall gab es ja diese Missing Poster von ihr, weil sie ja urplötzlich abgehauen ist. Und auch Chloe... Am Anfang des ersten Teiles weiß sie ja nicht, was passiert ist. Naja, auf jeden Fall ziemlich cool gemacht wieder. Wie gesagt, der Teil legt ja darauf an zu erzählen, also der ganze Teil, nicht nur der erste und alle weiteren auch von diesem Spiel, legt ja darauf an zu erzählen, warum Chloe so geworden ist, wie sie geworden ist. Ich muss ganz, es ist cool erzählt, aber sie übertreiben es auch ein bisschen, finde ich, mit dem von wegen, so, Max ist weg und hast du nicht gesehen, es wird relativ auch sehr übertrieben dargestellt. Aber gut, dafür ist der Teil ja da, aber trotzdem sehr geil erzählt. Ich mag die Story ziemlich cool. Und man versteht auch so langsam, warum im ersten Teil Chloe und Rachel, warum es da so eine Verbindung gab zwischen den beiden. Was ja am Anfang des ersten Teils nicht erklärt wurde oder generell gar nicht im ersten Teil aufgelöst wurde. Bin mal gespannt, was dann auch passieren wird in den anderen beiden Parts von diesem Teil. Also was erleben wir noch? Wir wissen ja, dass am Ende dieses Spiels Rachel verschwinden muss, oder zumindest muss sie vor dem ersten Teil verschwinden. Nur was erleben wir noch mit den beiden? Ja, natürlich ist es tragisch, Tanja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber die Erzählweise des Spiels übertreibt es. Ich meine nicht, dass Chloe als Charakter übertreibt oder dass sie das halt zu stark wahrnimmt. Das meine ich gar nicht, das ist vollkommen richtig. Aber das Spiel übertreibt in der Darstellungsweise dessen, das finde ich, so ein bisschen zumindest. Aber gut, das müssen sie wahrscheinlich auch machen, damit man in der kurzen Zeit des Spiels von diesen 3,5 Stunden überhaupt in diese emotionale Lage reinversetzt werden kann. Damit man am Ende überhaupt mitfühlen kann in diesen Szenen. Dass sie da so ein bisschen übertreiben müssen wahrscheinlich. Dass Chloe so reagiert als Teenie, ja klar, das Teenie ist so. Stimmt, man kann, wenn man so sieht, Orle, dass das Spiel aus der Sicht von Chloe ist, ja, dann könnte man auch so sehen, dass das Spiel dementsprechend übertreiben muss, weil sie die Welt so wahrnimmt. Ja, das stimmt. Wenn man das als Ansatzpunkt setzt, dass Chloe die Welt entsprechend auch sieht und alles in ihrer Welt sich halt darum dreht, dann übertreibt natürlich die Welt direkt auch mit. Ja, das stimmt. Das könnte man natürlich so sehen. Aber es ist halt eine sehr teenie-getriebene Story. Aber immer noch gut. Ich würde das erste mir anschauen, also klar kannst du das gerne jetzt machen, aber ich werde mir das erste vielleicht nochmal irgendwann anschauen, wenn ich dieses Spiel durch habe. Weil ich habe eigentlich Lust, da nochmal zu gucken, wenn ich dieses Spiel durch habe, ob es im ersten Teil schon so Foreshadowings gab auf diesen Teil. Quasi, wenn die damals schon so ein paar Dinge geplant hatten
ob das hier schon mit eingebaut wurde. Es gibt in diesem Teil auf jeden Fall einige Verweise auf den Nachfolger. Natürlich keine Verweise in die Zukunft direkt, das geht ja nicht. Aber das mit Autoschildern zum Beispiel, dass die wieder Serien darstellen. Ein paar von den Graffitis sind mir aufgefallen von den Postern, die gibt es im zweiten Teil. Nur so ganz genau war ich bei manchen nicht ganz sicher. Aber sieht schon ein bisschen sehr ähnlich aus wie der erste Teil. Der zeitlich der zweite ist, aber halt der erste ist. Ich habe das erste schon gespielt, Sanja. Das gibt's als Let's Play auf dem Kanal. Das war tatsächlich sogar eins der ersten Let's Plays auf diesem Kanal. Ich glaube, das zweite oder dritte Let's Play war das sogar. Tatsächlich ist die Soundqualität dementsprechend bei dem Teil aber noch schlechter, weil ich das ganze Equipment damals noch nicht hatte. Da habe ich noch mit dem Headset aufgenommen. Ach, ich stoße mal gegen den Popschutz. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr. Kannst du dir aber theoretisch auch hier anschauen. Nur wie gesagt, die Soundqualität ist da noch nicht so wie jetzt. Ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal Let's Playen. Was ich eventuell machen könnte, wäre den ersten Teil nochmal zu streamen. Aber nicht mal nochmal einen Folgen-Let's Play rauszumachen. Das könnte man eventuell nochmal machen, dass man den nochmal einfach so streamt zwischendurch. So als kleines Intermezzo. Ah, du willst also auch nur einen Stream haben. Das könnte man tatsächlich nochmal machen. Ich habe einiges auf der Liste mittlerweile. Ich habe ja diese Google-Form gemacht mit Spielvorschlägen und die wurde tatsächlich auch mehr genutzt, als ich erwartet habe. Da sind mittlerweile schon, keine Ahnung, 12, 13 Spiele oder so drauf, glaube ich, auf der Liste. Nicht alle davon werde ich natürlich machen, weil ein paar liegen mir einfach selber nicht, aber da sind einige gute Vorschläge bei, die ich mir nochmal zu Herzen nehmen werde und ich die dann mal spiele. Ja, können wir mal gucken. Wenn ich das mache, dann wird es wahrscheinlich so ein Intermezzo-Stream kurz nach diesem hier werden, wenn ich mal gerade nichts zum Streamen habe. Call of Mutti. Was ist Call of Mutti? Soll ich wirklich Call of Duty spielen oder ist Call of Mutti ein anderes Spiel? Ich erinnere mich an Duty Calls, die Verarsche davon. Und wieder listen die alle Sounds auf. Ich glaube, dass ich von diesem Spiel nicht eine einzige Folge monetarisieren kann. Aber das ist auch relativ egal. Das ist ziemlich wurscht. Aber bei den ganzen Songs ist es zumindest ein sehr geiler Soundtrack im Hintergrund. Das auf jeden Fall. Das Spiel hat eigentlich immer eine geile Kombination aus Musik und Bildern. Ich habe die Kamera umgestellt. Ich kann gar nicht mehr wie früher gestikulieren. Ich muss mich da ein bisschen dran umgewöhnen. Vorher stand die Kamera nämlich ungefähr da so. Ja, ihr seht also, meine Hand ist jetzt fast aus dem Bild raus. Da stand die Kamera vor. Jetzt ist sie da oben. Ich muss mir so ein bisschen umorientieren, wo ich mal meinen Buttepfoten hier hinzeige. Ich weiß, dass du ganz schön viele Spiele auf Lager hast. Besonders ganz schön komische alte. Auf Konsolen und so weiter. Unity Engine. Ich glaube, bei den Engines sind wir dann noch fast am Ende der Credits angekommen. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Wochen, bis zu 10 Wochen, 8 bis 10 Wochen soll es jeweils dauern bis zum nächsten Part. Auf die müssen wir jetzt warten, dann gibt es wieder einen Stream. Duke Nukem Forever. Gott. Könnte Spaß machen, ja. Ah, Half-Life 1 und 2, da bist du aber auch schon in einer ganz guten Retro-Schiene gelandet. Aber auch ziemlich gute Ideen an sich. Und da muss ich mal gucken. Sonntag startet ja dann Bloodborne, das Koop-Projekt, zu dritt. Auch wieder im Stream, Sonntagabend. Auch um 7. Portal. Black and White habe ich schon mal gespielt. Das spiele ich nicht nochmal im Stream, das kenne ich schon. Portal habe ich auch schon mal durch. Klar, Portal ist ein geiles Spiel. Portal könnte man tatsächlich nochmal überlegen, wenn man das nochmal wiederholen will. Thanks for playing. Und an dieser Stelle natürlich wieder thanks for watching. Danke fürs Zusehen. Mal gucken, ob jetzt noch ein Ausblick kommt. Ah, wir können auch mal die Erscheinung durchgucken. Du hast angegriffen, du bist weggelaufen. Angegriffen haben die meisten.
Du warst gemein zu Joyce, das waren weniger, aber auch ungefähr 50-50. Du hast Nathan verteidigt, das haben sowieso fast alle gemacht, jo. Du hast Rachel gesagt, dass ihr mehr nur als nur Freunde seid, das haben auch die meisten gemacht. Ich bin voll der Mehrheitswähler. Ich habe mir das Notizbuch gar nicht komplett angeschaut. Schade. Wie? Ach so, Freunde und Global kann ich mir anschauen. Ich kann sie aktualisieren. Ach so, ich kann immer auf die neuesten Wetter aktualisieren. Okay. Gut, dann würde ich denke mal auf Ben. Shit. No one steals from me. I want my fucking money!